Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Mut Hansen. Ihr schaut MoFun VR und ich bin heute wieder da. Mit der versprochenen Moves-Steuerung von Dick Wild, ja? Ich habe das letztens mal getestet mit dem Aim-Controller und ich hatte ja gesagt, ich mache nochmal einen Test mit den Moves. So, und es ist soweit. Ich habe mein Wohnzimmerfenster mit einer Decke verhängt, weil hier die Sonne reinknallt. Und jetzt ist es einigermaßen her von der Lichtsituation. Guckt euch mal die Moves an, die stehen relativ solid im Raum, ne? Also Tracking läuft. Und genau. Also, falls ihr euch fragt, so, ja, aber warum live? So komisch, so, um ein bisschen Moves anzugucken. Dick Wild kann man nicht mit der Recording-Funktion der PlayStation aufnehmen, ja. Man muss es live, also die einzige Möglichkeit, auch das auf YouTube zu bringen für mich, ist, es live aufzunehmen. Deswegen seid nicht böse. Normalerweise, wenn ich live gehe, dann nehme ich mir auch immer ein bisschen Zeit, dass wir irgendwie hier eine Stunde schnacken können oder so. Boom. Aber diesmal will ich eigentlich nur euch mal zeigen, wie das mit den Moves funktioniert und ein paar Waffen angucken und sowas, ne? Ich nehme tatsächlich den Swarm, weil er am einfachsten ist. Dusch. Und da nehmen wir natürlich auch Normal erstmal. Was der... I need you to get your ass out here immediately. Things are going south. And we need you to drain the family swamp. Was wir ja schon rausgefunden hatten. Habe ich hier noch gar nichts freigeschaltet? Das ist ja schräg, oder? Was wir rausgefunden hatten, ist nämlich... ich habe letztes Mal schon erwähnt, dass... witzigerweise, ausgerechnet bei Dick Wild, die Aim-Controller-Steuerung gar nicht meine Lieblingssteuerung ist, weil man ja von ganz vielen Angreifern seine Sicht verschlechtert bekommt, ja, die spucken Sachen auf einen. Und hier bei Dick Wild hat man nämlich die Möglichkeit, mit der Move-Steuerung in der linken oder in der rechten Hand auch ein Schild zu haben. Und das ist total sinnvoll. So, ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, warum die Waffen hier nicht hängen. Wir nehmen mal den ganzen Revolver. With one of these, I can hit a croc between the eyes at 300 feet. The difficult thing is getting it back after you throw it. Und sagen, Start. Hey, morgen, Letzi. Und ich weiß gar nicht, ob man das Schild während des Spiels bekommt. Also als Bonus oder so. Es ist auf jeden Fall ultra nützlich, ne? Weil ich habe dann irgendwann immer angefangen, so mit dem Schild zu spielen. Weil das, was mich bei Dick Wilds am fertigsten macht, ist, dass man ständig was ins Gesicht bekommt, ne? Und das finde ich ganz schön. Name is Wild. Dick Wild. Gucken wir mal. Also yes, das Gefühl mit den Move-Controllern ist aber auch sehr geil. Die haben ein schönes Force-Feedback, ja? Das ist sowieso eine Geschichte, die funktioniert für mich auf der PlayStation. Der Fisch. Immer wesentlich besser als zum Beispiel mit dem Touch-Controller an der Oculus. Da ist das Force-Feedback sehr zurückgenommen. Das Ding ist ja auch wirklich, selbst wenn man den Fisch noch trifft, schafft er oft zu spucken in der Luft. Verdammt nochmal. Krokodile. Boom. So, falls ihr das erste Mal Dick Wild schaut, er hat Kapo. Morsche. Ich dachte, okay. Es ist halt ein ganz normaler Wave-Shooter. Mit diesem lustigen Hillbilly-Twist hier. Grafik ist so Comic-Stil. Die Auflösung auf meiner PlayStation Pro ist sehr gut. Also sieht sehr gut aus. Ich finde, es ist auch wirklich polished. Es ist ein schönes Game. Aber, mal ehrlich zu sein, es ist bockschwer. Ja? So, was nehmen wir denn mal hier als Unterstützung? Ich habe ganz gute Erfahrungen mit den Minen gemacht. Aber es ist wirklich, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich muss mir wirklich die... Electric eels can stun ya. Much like the time I put my pepper in. Well, never mind. Ich muss mir wirklich die Waffen erst freischalten, merke ich, ja? Ich weiß gar nicht, warum ich die für den Aim-Controller freigeschaltet hatte. Da habe ich dann offensichtlich schon mal länglich gespielt. Leathery skin, very aggressive. Das irritiert mich. You, Grandma? Guckt euch die Möwen an, habt ihr gesehen? Wow, ich bin voll gut gerade. Boom. Bongzilla muss auch bockhart sein. Weißt du, ich habe das Ende des Satzes nicht gelesen. Scheiße, ich traue mich nicht zu lesen, weil die anderen Sachen angreifen. Eigentlich dürft ihr nur was in den Pausen schreiben. Ich kann das sonst nicht lesen.
Shit. Und das ist gemein, ne? Sogar dieses Elektro-Ding, was einen angreift. Das alles geht immer auf die Sicht. Ich finde Dick White, das ist wirklich sehr anständig gemacht. Ich mag den Grafikstyle auch hier von diesen, weiß nicht, was das sein soll, Weiden oder so. Sieht sehr nett aus. Okay, die Minen könnten wir aufrüsten. Ich nehme jetzt mal Rockets, aber ja. Das Nette ist, die Minen, die im Wasser sind, die bleiben liegen. Also die bringen uns noch ein bisschen was. Bockhart. Ja, es ist scheiße schwer, das Spiel. Wie gesagt, wir sind jetzt im einfachsten Level. Der einfachsten Schwierigkeitsgrad. Aber hier habe ich schon ganz schön zu tun, wie ihr seht, ne? Kein Ferien auf dem Bauernhof. Und wie gesagt, ich kann es partout nicht vermeiden, dass ich was ins Gesicht bekomme. Shit. Und das ist eine miese Geschichte. Aber ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie ich das hinkriege, euch ein paar verschiedene Waffen zu zeigen. Ich hatte die freigespielt, aber offensichtlich unter einem anderen Account, ja. Ich bin hier vollkommen nackt. Okay, wir holen uns... mein Leben sieht eigentlich noch ganz gut aus. Wir haben uns mehr Rockets, die rocken. Ja, die Minen sind jetzt ganz schön aufgebraucht. Diese blöden Springfische, ich hasse sie wirklich. Boom. Ah, die Piranhas sind auf die Mine gesprungen. Sehr gut. Boom. Wie gesagt, sehr anständiges Force-Feedback hier auf den Controllern, das ist genau geil. Ich schieße übrigens, als wenn ich einen Aim-Controller hätte, ne? Immer mit beiden Pistolen in dieselbe Richtung, um mehr Wumms zu geben. Und mich nervt halt immer nur, dass ich mich hier so hin und her beugen muss, wegen der Spuckfische. Das ist das Einzige, was ich in dem Spiel scheiße finde. Aber ist natürlich... Ich weiß ja nicht... Wenn man das im Spiel, im Stehen spielt, wie sich das dann anfühlt. Der Mann. Moin, Mike. Verdammt. Was ist mit den Raketen hier? Ich habe nur 10 Stück. Warum halten die mir nicht die Biester vom Leib? So, das Ding ist nämlich, ich weiß leider nicht, wann jetzt die nächsten Knarren freigeschaltet werden oder ob ich die einfach free auswählen kann. Ich wollte jetzt nämlich hier nicht irgendwie spielen und ihr guckt zu, sondern ich wollte euch eigentlich mal die ganzen unterschiedlichen Waffentypen zeigen. Also das hier sind offensichtlich Pistolen, Colts. Ja, ich zock gerade im Sitzen tatsächlich. Ich weiß ja nicht, ob, hi Marco, ob das lustiger ist, wenn man es im Stehen spielt, weil man dann sich nicht so nervig zur Seite neigen muss, sondern einfach einen Schritt nach links und rechts geht. Das habe ich erstaunlicherweise nie ausprobiert. Oh Mann! Scheiße. Guck mal, und wie gesagt, das ist der einfachste Level. Und dabei habe ich Raketenunterstützung. Und wenn man einmal, nämlich das ist das Problem, wenn man einmal hier zugebatscht ist mit der Sicht, da hat man einfach gar keine Chance mehr. Fuck. Ja, ich... Scheiße. Das war's doch schon, ja. Ich bin erledigt, Leute. Ja, ich habe gerade frei. Vor meinen Ferien, die am Dienstag sind, muss ich nicht mehr arbeiten. Ich kann... Ja, genau so habe ich mir auch gedacht. Ich kann hier morgens zocken und Spaß haben. Boom. Wobei ich mich frage, ob das hier gar nicht so spaßig ist. Find Highscore. So, wir gehen mal zurück. Achso, Solo. Ich mache... Ach, wir gucken uns auch mal euch die Lagune an, ne? Auf Normal. This is Mayor Wilkins. Dick. We need you to clear the lagoon of a few birds and some sharks and such. Mich würde tatsächlich interessieren, wie sich der Bow anfühlt. Ich bin ja eigentlich ein begeisterter Bogenschießer. Bogenschießer. In anderen Spielen. Und das ist ja interessant. Ich weiß nicht, ob ich das hier... Ja. Ich glaube aber, mich zu erinnern, dass ich das schon mal nicht so geil fand hier. Weil man einfach nicht so schnell ist. Oh fuck. Da ist schon mal ein großer Hai, aber oh Gott, wie die auseinander klatschen, ist schon cool. Hurra! Sehr gut. Diese Spuckfische, die nerven mich so. Seht ihr, und ich komme jetzt schon wieder gar nicht klar hier. Das Spiel ist echt zu schwer für mich. Ist kein Scheiß.
Und ich bin auch nicht so ein Typ, der sagt so, geile Challenge oder so. nicht hier. Also es gibt Spieltypen, wo ich sage so, ja, ich will einen Highscore, aber ich glaube so, das hier animiert mich jetzt nicht, das Letzte rauszuholen. Aber es ist ein geiles Gefühl, die Pfeile sind offensichtlich, ich weiß nicht, was das darstellen soll, die haben so einen Draht und explodieren. Und ich halte es mal, damit ihr es gut sehen könnt. Und das ist schon geil, ne? dass die Fische dann so richtig auseinander spratzeln. Das ist ein sehr cooles Kampfgefühl. Ich nehme natürlich die Minen. Und das Spiel ist halt auch, das ist halt sehr klar und übersichtlich. Ne? Es ist ein Wave-Shooter. Und macht insofern aber auch alles gut und richtig, was es macht. Ich hasse euch. Guck mal, und selbst wenn ich die dummen Möwen getroffen habe, das gibt's doch nicht. Dann haben die im Zweifelsfall trotzdem schon geschissen. Und ich krieg den Flatsch immer noch ab. Okay, okay. Yay! Hi. Gottes Willen. Vielleicht muss man die einfach damit leben, dass man ausweicht. Und ich finde hier übrigens die Grafik sehr schön. Ja? Seht ihr das Wasser, obwohl das alles im Comic-Stil ist, reflektiert die Landschaft. Ich finde auch geil, dass da oben so eine Konstruktion ist mit so einem Holzturm und so. Jetzt muss ich mal schauen. Ich nehme... Ja, ey, jetzt habe ich nichts genommen. Das ist dumm. Man muss sich sofort entscheiden. Scheiße. Jetzt habe ich eine Chance für schöne Extras vertan. So, was ist mit dir? Super high. Ich würde mich gerne, als ich das ein Weilchen schon gespielt habe, ohne euch, irgendwie, das war Anfang des Jahres oder irgendwann, als das rauskam, ich weiß nicht mehr. Ach, komisch. Da habe ich nämlich mir irgendwann zum Sport gemacht, diese kleinen Libellen. Das gibt's doch nicht. Ich kriege gar nichts mehr mit. Schande. Don't get zapped by electric eels. Unless you really like the tone. Guckt euch das an, das ist doch unfassbar. Also, das war das mit dem Bogen. Und jetzt zeige ich euch mal, Moment, next, replay, nee, ah, oh, fuck, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt müssen wir kurz zurückgehen, wie geht man hier zurück, verfluchte Axt, ah, guck mal, ich habe aber eben auf jeden Fall geschafft, den Bogen auf die andere Hand zu wechseln, I've never met the horrible creature from the Black Lagoon, also man kann es als Links- und Rechtshändler spielen, ach so, ja, guess it must be me then. Quit, auch interessant, ne, als Rechtshändler beachtet man sowas gar nicht, aber ich weiß, Mike zum Beispiel ist Linkshänder gehabt. Und der fragt immer nach Linkshänder-Optionen in allem. So, wir gehen. Ich mag echt die Lagune, die ist super, ich bleib mal da. Aber auf Normal, ja, auf Hardcore sehe ich da keinen Stich, machen wir uns nichts vor. Dick, we need you to clear the lagoon of a few birds and some sharks and such. Nothing much, but, well, maybe we should bring a lot of weapons. So, pass auf. Was mir hier nämlich wirklich gefällt, ist, es gibt zum Beispiel die Shotgun mit einem Schild und das ist unfassbar nützlich. Ich hatte das Gefühl, das ist die beste Variante, Dick Wild zu spielen. Mit dem Schild kann man sich vor allen Dingen auch nicht nur gegen den fliegenden Rotz rüsten. Oh scheiße, jetzt will ich aber das genau auf der anderen Seite. Ja, sehr gut, guck mal, ich weiß nicht, welche Taste, ich habe hier irgendeine Taste gewählt, Dreieck oder so. Today's a good day to die. But an even better day for blasting sharks and quaffing moonshine. So, die Waffe hier ist nicht so präzise, wie ihr seht. Also hier muss man quasi die Viecher relativ nah rankommen lassen. Dafür könnt ihr das hier machen und das ist wirklich hilfreich. Ist ja krass, aber ich hätte hier wirklich gerne. So, also das Balancing, boom, ist hier komplett anders. Ne? Spielt sich jetzt mit Schild. Ey! Alter! Blöder Fisch! Guck mal, bumm, der hat gespuckt, der Fisch, und ich kann es einfach so abfangen. Und das entspannt mich total. Also. Oh boy! Weil, selbst wenn die Fische gespuckt haben, muss ich mich nicht irgendwie zur Seite bewegen, sondern kann hier einfach den machen. Das finde ich echt cool. Nature, exploding and dying. So, wir machen immer
erstmal Minen. Mal gucken, wie lange ich mit dieser Kombination hier aushalte. Und dann gucken wir uns noch schnell die anderen Waffen an. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich dem Ding heute gar nicht so viel richtige Zeit verbringen, weil das ist ein Spiel, man kann... finde ich, lohnt sich nicht live. Ich kann nämlich in der Hektik hier eigentlich nicht wirklich toll lesen, was ihr schreibt. Ne? Boxers will leave nothing behind. Sounds like my ex-wife. Geil, man kann auch die Möwen ganz gut abschließen. Sehr gut. Nur die Haie interessiert es immer nicht so. Elektroholz. Boom. Guckt euch das an, man hat echt keinen Stress. Ne? Alles, was in letzter Minute... Those critters speak more than a bar full of truckers in a country concert. Sehr geil, das ist der ultimative Mode für mich. Mit dem komme ich gut klar. Vor allem, wie nett. Ey, moin, Jelly. So. Es ist ein in Stacheldraht eingewickelter Mülldeckel mit einer Bärenfalle oben drauf. Ich meine, das ist auch schon witzig, ne? Hey, Bored, Nico. So, hol ich mir Minen. Ja, ich hole mir Minen, denn tatsächlich, die Waffe hier ist offensichtlich gegen die Haie. Ach, scheiße, komm schon. Oh, ich quatsch zu lange. Jetzt habe ich eine Chance verpasst, mir extra Waffen zu holen. Die Waffe ist gegen die Haie erstaunlich schlecht. Wie er... Vielleicht... Oh. Das hat mich jetzt gerade krass Leben gekostet. I'll be back. Alter. Okay, na gut, ihr habt's gesehen, ne? Ich hab versagt. Hilft nichts. Dann haben wir wenigstens die Chance und ja, wir gehen auch nochmal nach Norden in den... Ach, da war es so schneemäßig, ne? Ich habe ja gerade voll Bock auf das andere Environment, aber wir gucken uns alles der Reihe nach an für die Leute, die das noch nicht gespielt haben. Who'd have known global warming could be such a nuisance? So, morgen at Krapo. Wir haben Revolver, wir haben die Shotgun und wie gesagt, bei der Shotgun hat man diesen Schild dabei. Super geil. Das finde ich richtig cool. Bogen macht sehr viel Spaß vom Spielen her und fühlt sich auch total anders an. Und das ist eine Geschichte, die hat Dick White drauf. Ja, es ist ein Wave-Shooter, aber man kann sich sehr, sehr individualisieren in den Geschichten. Ich nehme jetzt mal was vermutlich ein bisschen lameres, die Nailgun. No, a normal nail gun don't shoot that hard, but I ain't no normal carpenter. Gucken wir mal. Zwei weitere Waffen hätten wir noch zum Testen. So, das ist die Nail Gun. Ja, hat man natürlich jetzt auf jeder Seite. Ich finde auch immer witzig, dass sie so umgebaut aussehen. So, und die Telefonstimme hat gesagt, die Dinosaurier? Im Prinzip. Ja. Los, ich gucke wieder ganz klar. Habt ihr es gesehen? Ich bin schon wieder voll weg vom Fenster. Ich muss eigentlich alles. Ich bin schon tot. Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott. Es tut mir echt leid. Ich muss den einfachsten Level nehmen. Ich komme überhaupt nicht klar. Also Nailgun, sehr kräftig, aber die verzieht total. Ja? Die ist sehr unpräzise. Ihr könnt Munition rausspucken wie nichts Gutes. Aber ihr könnt, was ich immer sehr gerne eigentlich mache, die schwimmenden Wesen, Haie oder in dem Fall Dinosaurier, schon sehr rechtzeitig wegzuschießen. Geht mit der nicht, weil man einfach schlecht schießen kann. So, ich gehe jetzt zur Lagune oder lieber Swamp. Nee, Nord ist tatsächlich das Schwerste. Da gehen wir nicht hin. Ich mache das mittelschwerste Lagune, weil die einfach am tollsten aussieht, finde ich. Ich wünschte echt, es gäbe noch einen Easy-Modus. Wie gesagt, ich will euch nur die Waffen zeigen. Also, das war Nagorn. Und jetzt nehmen wir den Granite Launcher. Das sah eben interessant aus, dass er aus... Guck mal, der besteht auch aus verschiedenen Dingern. Sehr merkwürdig. Übrigens, das habe ich zum ersten Mal entdeckt, ne, dass man hier mit der... Moment. Mit der Karo-Taste, glaube ich... nee, die ist es nicht. Komisch. Mit welcher Taste wechsle ich denn die Hand? Das ist sehr merkwürdig. Ich mache es jetzt die ganze Zeit. Man muss die irgendwie gleichzeitig drücken, glaube ich. Also ich drücke jetzt auf beiden Controllern die Karo-Taste. Boom. Nee. Auf dem Controller, wo ich schießen will, drücke ich die Karo-Taste.
jetzt hier und jetzt hier. Bumm, bumm, bumm. Die heißt nicht Karo, ne? Die heißt Rechteck oder so. Egal, Quadrat. Guck mal, und so kann man wechseln. Das habe ich auch heute zum ersten Mal herausgefunden. Gute Information. Like the sound of waves and creatures screaming. Und ich glaube, ich kann hier, wenn ich den nicht direkt treffe, kann ich jetzt... Nee, kann ich nicht. Wofür ist das denn? Ich weiß nicht, wofür ich das Ding in der linken Hand habe. Shit. Ja, genau. Meine Güte, warum komme ich denn immer überhaupt nicht klar? Ich weiß nicht, was das hier ist. Und ihr könnt euch vorstellen, der hier verschießt Cola-Dosen, die explodieren. Nee, ist Cola, ne? Ich weiß nicht, die sind doch so rot. I don't mind, Shark. Compared to a Black Friday sale, they're kind of peaceful. Und ich habe wirklich keine Ahnung, wozu mein Funkauslöser hier in der Hand ist. Ach, wisst ihr was? Ich kann die Waffen umschalten. Ich guck das mal. Hier sind die normalen Cola-Dosen. Und hier sind welche, die sehen eher aus wie Raketen. Das probieren wir mal. So, ich hole mir noch Minenunterstützung dazu. Cola-Raketen. Vielleicht kann man die anderen hier irgendwie explodieren lassen. Fuck, fuck, fuck. Nee, ich komme mal wieder gern. Fuck, meine Scheiße. So, komm schon, du blöde. Oh. Ich komm nicht klar. Ich sagte, dieses Spiel ist zu schwer für mich. Ah. Vor allen Dingen bei diesen Sachen, die einen so angreifen, da reicht es auch nicht, wenn ich mich zur Seite lehne. Ja? Das ist denen vollkommen wurscht. Genau, die Raketen können explodieren lassen im Flug. Aber da muss ich nochmal dran arbeiten, dass ich das Timing da hinkriege. Ich zeige euch das mal trocken. Er fliegt. Boom. Ja? Also damit könnte man wahrscheinlich Vögel in der Luft weghacken. Wir gucken mal. So, nochmal Minen. Ein letzter Versuch. Meine Fresse. Ah ja. Okay. Das gibt's doch nicht. Also das war Raketenwerfer. Man kann die Waffe umschalten. Ich glaube, man kann alle Waffen umschalten. Das habe ich schon wieder vergessen. Naja, wir finden das alle gemeinsam raus. Ne? Und der Witz ist halt, dass ich total schlecht bin. Aber es ist auch ein bisschen früh für so krasse Action. Schnauze. Also, Granatlauncher, Nailgun, Revolver, Shotgun, Bow hatten wir, Paintball und Harpune hatten wir noch nicht. Verhaftet von Greenpeace. Ihr könnt jetzt mal aussuchen, ob ich Paintball oder Harpune als nächstes machen soll. Ich warte. Dun, 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 dun. So. Bitte schreiben Sie jetzt. Paintball oder Harpoon. In dieser interaktiven Fernsehshow. Und ich erzähle euch mal zwischendurch Fischmageddon. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Gotcha! So, falls jemand zu meiner Dick Wild Einführung nicht da war bei der ersten Runde. Grafik ist sehr gut. Ja, also es ist die Auflösung ist okay. Anti-Aliasing ist eigentlich auch okay. Wir haben das mittlerweile auch schon noch besser gesehen, so bei Bound und Just in Time und Rigs, witzigerweise. Ja, es geht noch besser, aber hier ist eigentlich alles cool. Die PlayStation Pro sieht gut aus. Leute, haben wir echt so eine Zeitverzögerung, so eine krasse? Paintball oder Harpune? Sagt mir doch mal was. Kann nicht wahr sein. Okay. Ich habe jetzt... Is that a brown pickle? Do I need to talk to that cat again? Ich weiß nicht, ob man hier noch tolle Secrets freischießen kann. Harpune, gut. Yeah, normal people have normal harpoon guns that only shoot arrows. Well, I ain't like normal.
So, ich muss dann nochmal gucken. Jetzt habe ich die anderen Waffen getestet, aber den zweiten Modus nicht aktiviert. Verdammt, Leute. Ich habe mich nicht gut vorbereitet. Also tatsächlich gar nicht, ne? So, hier schießen wir Harpunen und im zweiten Modus. Ah, da haben wir so ein Dauerfeuer. Auch sehr interessant. Also hier kann man quasi wählen zwischen präzise Einschuss. Ach, scheiß Fisch. Oder so was der. Oh, und das. Ah, oh nee, ey, ich bin so. Jetzt versuche ich hier. Irgendwie, jetzt halte ich meinen Kopf so schräg und versuche wie ein so ein Bescheuerter. An dem grünen Kackflecken auf meinem Display vorbeizugucken. Das ist echt immer so bescheuert. Ich hasse die Entwickler für diese Funktion. Ich würde gerne die Spuckfische immer abschießen, aber ja, die Harpune ist aber relativ physikalisch. Ne? Das ist, sie hat, die fliegt zum Bogen. Ja. Oh. Das lief doch halbwegs okay. Vor allem hier sind ja gleich zwei Bastellösungen, ne? In der linken und der rechten Hand. Funktioniert genauso, aber sind irgendwie aus anderen Sachen gemacht. Electric Eels. They can stun you and charge the car batteries. Aber und die brauchen nämlich auch durchaus zwei Schüsse mit einem Puma. Schon wieder gar nicht klar. Boom. Ich weiß nicht, warum das zu hektisch für mich ist. Irgendwie sowas wie Blasters of the Universe liebe ich. Und am Ende ist sogar genauso viel los. Aber es spuckt dann halt keiner ins Gesicht. Ne? Ich glaube, das ist das Ding, was mich hier fertig macht. Aber ihr merkt es, ne? Es hat eine riesen Spieltiefe allein. Also es ist nur ein Bay-Shooter, ja. Aber es hat eine riesen Spieltiefe durch diese riesige Auswahl an Waffen. Also das ist wirklich scheiße spaßig. Ich gucke jetzt mal, nehmen wir uns mal Rockhaten jetzt. Ja, Rockhaten. So, mein Leben sieht ganz gut aus. Das wird hier oben eingeblendet. Mein ganzes übrigens. Verdammt, weil ich sehe die Fische immer erst, wenn es zu spät ist. Ja. I once had a pet dragonfly, but it went to a farm upstate, my mama said. I think she just killed it. Oh Gott. Geht weg. Nein, und man ist auch ein Weilchen gestunt, wenn man das Elektroding trifft. Ja? So, was haben wir jetzt? Als letztes haben wir die Paintball-Pistole noch. Die fand ich aber tatsächlich, ich glaube, mit dem Aim-Controller fand ich die erstaunlich cool. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ach ja, weil mir so gefallen hat, dass die so lustige farbige Kleckse macht. Das sah witzig aus. Yes, oh Gott, ich hab den Scheiß. Piranhas will tear the flesh off your bones. Der grünen Spuckfisch erledigt, bevor er mich erwischt hat. Yes, sehr gut. Boom, boom. Ey, Piranhas. Mistfisch. 10 Schuss habe ich noch hier mit den Raketen. Du gehst mir mal nicht. Spinners are the grossest. And I've helped my mama cook. Oh. Runners. Ich mach das mal. Shit. Wenn ich sage. Okay, ich mach das zwar ganz gut, aber ich will. Lela kommt immer ein bisschen später. Hast du nicht die, wie heißt denn das? Mach nochmal das Turret an, damit wir eine Abwechslung haben. Hast du nicht das Glockensymbol am Kanal aktiviert? Oder nee, Lela hat immer Spätschicht und so.
Kann ich wie der Mike einfach von der Arbeit aus zugucken. Oh. Blöde Äste. Golf looks beautiful. Hin und her when they explode in a cloud of feathers. Aber läuft doch gar nicht so schlecht, ne? Ah. Also du kommst jetzt gerade aus der Arbeit, oder was? Krass, krass. Na, there's no business like shooting things to pieces business. Ja, wenn ich geschlafen habe und jetzt sowas Blödes mache wie Computerspiele spielen, rettet Lela über Nacht Menschenleben und guckt mir jetzt dabei zu, wie ich blöde Sachen mache. Sehr schön. Ich breche das mal hier ab, damit wir uns die letzte... Na, wo bist du? Ist hier das seitliche Ding? Nee. Wie könnte man denn das Spiel abbrechen? Also das geht immer erst, wenn die nächste Runde wieder begonnen hat. Ah, so, okay. Zack, so, letzte Waffe, Leute. Letzte Waffe. Aber ich mach Swamp, damit das nicht so hart wird, oder? Nee, wir waren nicht im Swamp. Ich muss Lagune machen, das sieht so toll aus. Wir müssen leider immer da, die ist so schön. This is Mayor Wilkins. Dick, we need you to clear Paintball. The of a few birds and sharks and such. So, Paintball mag ich sehr gerne. Morg mag ich sehr gerne, weil es echt so geil aussieht, wenn die Farbe explodiert. Ich fand das von den Farben her total schön. Ja, also unter dem Aspekt kann man ein Spiel auch spielen. Dass es am besten aussieht. Explosive Paintballs. Aha. Und hier drücke ich jetzt die, was ist das überhaupt für eine Taste, die ich immer drücke? Die X-Taste zum Umschalten. Today's a good day to die. Ah, guck mal, ja, but hier. An even better day for blasting sharks and quaffing moonshine. Guck mal, wie sich der Hai umfärbt. Das ist cool. At least the sharks don't have friggin' laser beams attached to their heads. Und die fliegenden Sachen, wenn die in der Luft getroffen sind, machen dann auch so farbige Wolken. Das ist mein Lieblingsmodus. Auch wenn ich... Bum, bum. Und es fühlt sich auch immer gut an, ne? Das Force-Feedback zu jeder Waffe ist sehr geil. Das hier passt irgendwie zu den Geräuschen auch extrem. Und es fühlt sich dadurch immer sehr haptisch an. Also, sehr gut gemacht. Muss man echt sagen, also Dick White ist ein Wave-Shooter, der aber wirklich alles richtig macht. Wie hieß denn das Ding? Time Carnage oder so, muss ich sagen. Der hat mich quasi nach den ersten drei Runden sofort gelangweilt. Obwohl er Dinosaurier, Roboter und Zombies hat. Ich bin bisher nie über die Zombies hinausgekommen, oder? Das muss ich auch nochmal machen, ne? Ich wollte euch immer mal die Dinosaurier und Roboter zeigen. Aber ich bin da nie drüber hinausgekommen, weil es wirklich sturzlangweilig ist. Wer weiß. Nee, Dick White ist schon zu alt. Ich wollte sagen, vielleicht gibt es ja mal einen Zombie-Patch für Dick White. Yeah! Ah, shit. Den habe ich nicht gesehen. Den Hai. Aber ich finde es so geil, wie man hier die Dinger umfärben kann. Das ist so cool. Also ihr seht das, ne? Dass die Haie, die färben sich ernsthaft um, wenn man sie trifft. In der Farbe, die ich gerade verschieße. Und die ist total random. Witzig. Boom. Shit. Jetzt wollte ich das mal nochmal in Ruhe zeigen. Eigentlich müssten für YouTuber müsste jedes Game so ein Slow-Mo-Modus haben, ne? Ja, hier ist es sehr präzise eigentlich. Aber dafür hat man hier keine Zweitfunktion der Waffe zum Umschalten. So, ich nehme nochmal Minen. Weil ich habe das Gefühl, mit diesen Waffen komme ich auf die fliegenden Dinger ganz gut klar. In dem Moment komme ich natürlich nicht. Ich glaube, du warst noch nicht klar. Oh boy! Oh Gott, Riesenwahl! Scheiße. Ich kann nicht mehr schießen. Die waren eben alle. Okay, man muss immer Pause machen. Man kann nichts total krasses Dauerfeuer machen. Aber echt,
Sehr geil. So, nehmen wir Minen. Wir nehmen das Turret. So. Und ich hole mir extra mal kein Leben, denn ich sage mir, wenn wir tot sind, sind wir tot. Ne? So wie in echten Leben. Nein, 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 nein. Ah, das ging schneller als gedacht. So, der Riesenhammerhai hat mich erwischt. Verdammte Axt, Leute. Ist aber auch schwierig. Ich habe fertig. Ja? Ich glaube, wir haben uns jetzt alles angeguckt. Mayor Wilkins. Dick, we need you to clear the lagoon of a few birds and some sharks and such. Nothing much, but, well, maybe we should bring a lot of weapons. Was mich nochmal interessieren würde, ich teste nochmal, ob der Bogen auch eine zweite Waffenfunktion hat. Das würde mich nochmal schnell interessieren. You could surf here, but it would pretty much be like offering the sharks their dinner on a plate. Wie schalte ich das denn ein? Nee, aber ich glaube, das ist auch interessant, ne? Einige Waffen haben eine Doppelfunktion und lassen sich manchmal zwischen so spreadenden und scharfschießenden Dingen umschalten und andere nicht. Ich weiß nicht, wonach sie das ausgewählt haben, aber... Hurra! Ach, das ist auch ganz geil, ne? Der Pfeil hat auch so ein bisschen so eine spreadende Wirkung. Habt ihr das gesehen? Da sind Blitze von dem platzenden Hai weggegangen und haben das Ding in der Luft. Ach, fuck, ey. Aber den zu treffen ist schon haarig. Aber es ist super geil mit dem Pfeil. Das ist echt geil, weil die so verplatzen. Und es fühlt sich sehr, sehr haptisch an. Selber Tizian und so. Ihr kennt das ja. Pfeil und Bögen in VR funktioniert immer super. Ich finde es total witzig, wenn irgendwann so in 10 Jahren sich olympische Bogenschützen ausschließlich aus VR-Menschen rekrutieren, weil die am meisten Routine betreffen. Power Hawa! Ach, ich würde gerne so eine scheiß Möwe aus der Luft schießen, aber das partout nicht hier. Guckt euch das mal her. Ich stehe total unter Beschuss. Sehen. Ich glaube, wenn man den Bogen zieht und hält, dann fängt er immer an, Geräusch zu machen. Das könnte auch noch eine Funktion haben. Yes. No business like shooting things to pieces business. Ich weiß nicht, warum ich das Spiel noch nie im Stehen gespielt habe. Ich mache das jetzt noch. Bis wir sterben, bis wir draufgehen. Ich spiele jetzt mit dem Bogen, bis wir draufgehen und dann sind wir fertig für heute. Ne? Was haltet ihr davon? Da kommt der große rote Hai. Ja, vielleicht sollte ich nicht im Stehen spielen, das versage ich gerade. Ich habe nämlich mein Tracking so eingestellt, dass ich im Sitzen am besten klarkomme. Also die Kamera ein bisschen runtergedreht, ja schade. Das war eine Idee, die lässt sich gerade nicht umsetzen. Libellen. Watch out for their crew. So, ich setze jetzt mal den Turret ein, weil ich glaube, es ist am nützlichsten, die Luftangreifer ein bisschen im Schach zu halten. Weil auf die großen Haie komme ich mit dem Bogen eigentlich ganz gut klar. Pass mal auf. Ach, Scheiße. Das habe ich eben versaut. Oh, geil. Ich habe die Spockfische beide mit dem Bogen erwischt. Das ist schön. Oh, oh. Aber für die Piranhas, das ist schwierig. Da muss ich mindestens einen treffen. Das geht ja gar nicht. Piranhas have razor sharp teeth. But I wouldn't use one to shave. Not again. Sehr gut. Aber wie ihr seht, das hat so eine splashige Wirkung. Alter Schwede. Das ist krass. Und, nein, ach, das wäre so cool, sowas zu treffen. Weißt du, so einen dynamischen... Chancenlos. Nee, nicht chancenlos. Geil. Also dadurch, dass der Fall so einen Explosionsmodus hat, kann man echt sich auch an angreifenden Gruppen erwehren. Ich finde es ja geil. Ich finde übrigens auch geil, wie das Turret aussieht.
Jetzt haben wir noch eins. Wow, 3 Sterne. Ich bin ein 4-Sterne-Killer eigentlich. Ach Gott, es geht gleich immer hardcore los. Spuckfisch-Alarm. Oh shit. Yeah. Habt ihr eben gesehen, wie das Tracking abgehauen ist hier? Alter Schwede. So. Das kannst du ja knicken. Nee, ne? Oh fuck. Piranhas! Oh. Komm schon, was ist hier mit meinem Torrad? Helf mir. Die Möwen habe ich beide mit einem Schuss erledigt. Das war gar nicht so übel, wie man denkt. Uhlala! Piranha? Spuckfisch? Puh, aber mir geht's schlecht. Ich habe nur noch ein paar gelbe Balken da oben, bitte. Nicht so gut. Aber die Regel ist, kein Leben einsammeln, ne? Hilft nicht. Sonst wird das hier zu lang. Wir haben jetzt schon mindestens 40 Minuten. Ich wollte nicht so viel machen, weil ich wirklich nur zeigen wollte, wie die Waffen sich alle spielen. Puh. So, was habt ihr heute noch vor? Heute Abend ist großes Red Room geplant. Ne? Der Battle Royale-Modus ist freigeschaltet. Und wir wollen, wir müssen 14 Leute zusammenkriegen, um eine private Runde zu machen. Also, falls ihr dieses hier jetzt, heute hört, die Ansage. Nein! Oh, ich hab mich erwischt. So, alles klar. Damit ist mein kurzer Dick Wild Sommerurlaub beendet. Halt mal die Klappe hier. Also, ihr habt es gehört, ne? Heute Abend ist, ich weiß noch nicht wann, also mir wäre wahrscheinlich am liebsten so 21 Uhr. Wir brauchen 14 Leute, um eine private Rec Room Battle Royale Party starten zu können, ja? Dann spielen wir wirklich unter uns und es ist wahrscheinlich, geil, Mike ist am Start, es ist wahrscheinlich der Shit, in einer privaten Gruppe sozusagen zu schießen. Krapo versucht auch, sehr gut. Und wir gucken mal, also ich weiß es noch nicht, weil ich werde nachher mal ins Büro tappern und mal gucken, ich will noch ein paar Sachen machen. Ich habe gesehen, die PC-Version von Rec Room, die hat so ein spezielles Streaming-Feature, da kann man sich so Over-the-Shoulder-Kameras und sowas einstellen. Und das finde ich nämlich eigentlich auch ganz interessant. Ja, das wäre mal was Neues, dann seht ihr nicht nur das Geschehen aus meiner Ich-Perspektive, sondern aus 2, 3 Perspektiven. Das werde ich mal heute ausprobieren, wenn ich im Büro bin. Und vielleicht mache ich mir auch den Spaß, bleibe im Büro und spiele dann mit der Oculus Rec Room und habe dann diese neuen Features zur Verfügung, während wir gestern Abend gab es das noch nicht. Nee, eben. Wir wollten eigentlich gestern Abend alle spielen, aber das Update kam tatsächlich. Also die Mail habe ich heute um 2.30 Uhr morgens erhalten. Ja, da habe ich geschlafen. Und da waren wir zu früh. Leila, Rec Room zocken wir heute Abend. Kennst du das? Das ist kostenlos, man kann sich das runterladen. Die Rec Room Beta kann sich jeder kostenlos runterladen. Und da gibt es ab heute gibt es einen Battle Royale Mode, wo also 16 Leute auf einer Insel abgesetzt werden. Das Area wird immer kleiner, bum bum bum. Und die 16 Leute müssen quasi sich gegenseitig abschießen. Man wird ohne Waffe reingeschickt, findet dann Waffen, muss die anderen abschießen und der Letzte, der überlebt, hat gewonnen sozusagen. Ja, das ist ein großer Spaß. Für mich leider bisher noch nicht. Ich habe geflucht wie Sau. Ich habe bisher immer total verkackt und bin schon in den ersten 10 Minuten rausgeflogen. Und heute machen wir da mal einen Intensivkurs. Ne? Und ich werde das natürlich auch streamen. Also ihr könnt zugucken. Ihr werdet dabei sein. Das wird vielleicht spaßig. Spätestens, wenn ihr irgendwie die ganze Zeit erleben könnt, wie ich fluchend abgeschossen werde. Aber wir müssen mal gucken. Ne? Eigentlich fände ich es am geilsten, wenn man so eine Art fliegende Kamera hätte und ich vielleicht den anderen beim Spielen zugucken könnte. Das wäre so cool. Ja? Also wirklich so ein Spiel komplett angucken und moderieren. Das wäre auch sehr witzig. Aber bis dahin wird das dann wahrscheinlich in der Ego-Perspektive passieren. Und ich muss mal gucken, ne? Also die Idee, das vom PC zu machen, ist ganz ulkig, aber dann sitze ich halt mitten in der Nacht noch im Büro, was auch immer ein bisschen komisch ist.
Wir schauen mal, wir schauen mal. Ansonsten läuft es ganz normal auf der PlayStation hier mit dem View, den ihr immer habt. Hat ja bisher auch noch keinen gestört. Also das ist die Ansage für heute, ne? Irgendwie, ich schätze mal, so grob ab 20 Uhr, zwischen 20 und 21 Uhr werden wir anfangen. Ihr könnt ja auch einsteigen, wann ihr wollt. Ich schätze mal, wir werden das wirklich länglich machen, weil so eine Battle Royale Runde, die dauert dann immer ein Weilchen. Ja, ich schätze, wie gesagt, ich schätze, wir fangen so ab. Also mir wäre es am rechtesten ab 21 Uhr. Gestern konnten viele nicht so lange machen, deswegen war der Plan schon 8:30 anzufangen. Aber ich glaube, heute ist ja Wochenende, dann ist es den Leuten egal. Ich würde mal jetzt einfach festlegen, 21 Uhr, peng, so. Und wenn wir rausfinden im Discord, dass die meisten eh erst später können, dann können wir auch später anfangen. Mir ist es wirklich wurscht. Und dann gucken wir mal, ne? Auch die Rec Room Sessions haben ja gerne mal wie Skyrim oder so, die arten ja gerne mal aus und man ist dann irgendwann 3 Stunden unterwegs. Aber ich muss mal gucken, wie sich dieses Prinzip hält, ne? Weil tatsächlich läuft es ja so ab, der abgeschossen ist, der muss dann warten, bis alle anderen fertig sind. Und das ist unter Umständen auch so ein bisschen medium spannend. Also auch jetzt für mich als Stream-Format, wenn ich zuerst abgeschossen werde, dann stehe ich oben und kann nur noch dumm rumlabern. Wir müssen mal gucken, wie das funktioniert. Vielleicht finden wir auch eine Regelung, wo ich einfach nicht abgeschossen werde und, weiß ich nicht, durch die Gegend mich oben auf einen Turm stelle und beobachte, was passiert oder so. Ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, ich hätte Bock irgendwie so ein Spiel eigentlich cool mal mit einer frei fliegenden Kamera zu moderieren oder so, aber das wird so erstmal nicht gehen. Und dann gucken wir mal. So, aber Kinder, das war es erstmal von mir. Das war Dick Wild. Jetzt haben wir ihn auch nochmal mit den Move-Controllern erlebt. Ich will nicht lügen. Ich bilde mir ein, es geht sogar auch noch mit dem Pad, aber das lasse ich jetzt mal offen. Lame. So, Mike sagte, die Variante, dass ich irgendwie nicht abgeschossen werden darf, damit ich ja moderieren kann, die kauft er mir offensichtlich leider nicht ab, verdammt. Gucken wir mal, aber ich habe das letzte Mal, als die Beta lief, oder die Alpha, was das war, Beta, ich habe so geflucht, ja, weil ich so nicht klargekommen bin. Ich laufe so auf den Typen zu und schieße ein bisschen und fange dann an auszuweichen und merke, ich muss meine Waffe nachladen, aber ich hatte auch das Laufen auf dem linken Stick und habe mich nicht getraut, die Waffe nachzuladen, weil ich ja ausweichen wollte. Also konnte ich mich aber auch nicht wehren und dann wurde ich andauernd abgeschossen. Ich fand es ganz furchtbar. Und man kann ja nicht viel üben, ne? Weil die nächste Runde, das dauert immer 20 Minuten oder so, bis die nächste Runde anfängt. Und, oh, Drama. Ich fand es ganz, ganz furchtbar. Ich bin manchmal, also je nach privater Stimmung, auch nicht sehr gut empfindlich. Okay, Leute. Das war's jetzt von mir. Ich mache den Livestream aus. Und wir sehen uns dann hier im Discord oder, ach genau, wenn ihr noch Bock habt darauf, in Discord. Vielleicht mache ich auch nochmal ein ganz kleines Extra-Video. Nur um noch die 14 Leute ranzukriegen für heute Abend, weil ich glaube, das ist ein irrer Spaß, wenn wir das unter uns machen können. Und also finde ich jedenfalls immer so, wenn ich jeden, den ich abschieße, schon aus dem Discord kenne, ist das viel lustiger als irgendwelche fremden amerikanischen Kinder, ja, die alle den ganzen Tag Rec Room spielen und irgendwie eigentümlich drauf sind. Alright, bis Densen, das war Mutensen. Ich hoffe, ihr macht euch einen schönen Tag. Bye, bye.